Heute begleiten wir die Auszubildende Jenny Wert aus dem zweiten Lehrjahr bei ihrem Arbeitstag bei der MIB. Wir sind jetzt in unserem Verwaltungsgebäude. Hier sind ganz viele Abteilungen drin, Betriebskosten, Personalabteilung, also alles, was nicht mit dem operativen Geschäft zu tun hat. Ich habe jetzt hier gleich einen Termin mit unserem Azubi-Projekt Umweltschutz am Arbeitsplatz. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal an. So, hier sind unsere Sitzungsräume. Ich habe jetzt auch gleich einen Termin, da könnt ihr mal gerne mitkommen. In den Räumen wird auch unser interner Unterricht geführt, da schauen wir auch gleich mal vorbei. Ich habe jetzt einen Termin mit dem Umweltschutz am Arbeitsplatz und gleich zeige ich euch den internen Unterricht. Und wie war der Termin? War richtig gut. Es macht richtig Spaß, so Projekte zu haben, wo wir auch im Team arbeiten können, auch in Absprache mit anderen Kollegen. Also ist schon gut, dass wir so eingebunden werden. Und wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir zum internen Unterricht. Wenn wir Glück haben, ist Frau Jettner unsere Ausbilderin. Aber mal schauen. Hier tauschen wir uns immer aus. Hier lernen wir für die nächste Folge. Auf jeden Fall Vertragspartner. Ich habe dann immer so diese einzelnen Punkte. Ich denke mal, wir gehen wieder an der Stirn mit. Wie oft findet der interne Unterricht statt? Der ist immer freitags vor jeder Berufsschulfolge. Als Vorbereitung für die Klausuren oder dass wir nochmal die letzten Themeninhalte durchgehen. Und zum Anfang neben internen Unterrichts kommt unsere Ausbilderin, sammelt Berichtshefte ein, fragt uns, wie der Einsatz in den Abteilungen läuft, ob wir zufrieden sind, ob man irgendwas verbessern kann. Also, das ist wirklich eine sinnvolle Sache. Und wo gehen wir jetzt hin? Jetzt schauen wir mal bei den anderen vorbei. Wenn wir Glück haben, ist da unsere Ausbilderin. Müssen wir mal gucken. Das ist auch unsere Ausbilderin. Ich denke mal, die besprechen gerade irgendwas. Dann gehen wir mal wieder. So, ich denke mal, hier habe ich euch alles gezeigt. Die nächste Station wird das Kundencenter sein. Da muss ich gleich wieder hin und dann nehme ich euch natürlich mit. Okay, super, danke. Düsseldorf-Rating. Das ist ein Kundencenter von 19 in ganz NRW. Momentan durchlaufe ich dieses Kundencenter und mehrere Abteilungen, unter anderem die Kundenbetreuung, die Vermietung und das Forderungsmanagement. Dort werden Bestandsmieter betreut, Wohnungsinteressenten aufgenommen oder die Mieten eingetrieben, falls sie nicht rechtzeitig gezahlt werden. Unter anderem hat auch jedes Kundencenter Sprechstunden, zu denen unsere Wohnungsinteressenten und Bestandsmieter kommen können. Uns ist es ganz wichtig, dass wir immer ein Ansprechpartner vor Ort sind und somit gut erreichbar. Wie gefällt dir die Ausbildung bei der LEG? Die Ausbildung bei der LEG gefällt mir sehr gut. Zum einen werden wir befördert, wir durchlaufen verschiedene Abteilungen, in denen wir uns immobilienwirtschaftliches Wissen aneignen können, das wir in unserem späteren Berufsleben wieder gebrauchen. Und zum anderen ist die LEG halt auch bemüht, unsere Azubis nach der Ausbildung zu übernehmen und ihnen eine feste Stelle anzubieten. Und aus diesen Gründen bin ich wirklich froh, die Ausbildung bei der LEG angefangen zu haben. Hi Jenny, ich habe hier noch eine Aufgabe für dich. Der sitzt für die Wohnung. Ja. Wenn du ihn kurz anrufen könntest. Ja, klar, mach ich. Sicherungstermin kannst du auch selbst machen, wenn du willst. Alles klar. Ja? Ja, alles klar. Super, danke. Bitte. Ja. Hallo Frau Müller. Hallo. Hallo Frau Müller. Nehmen Sie Platz. Ich bin der Herr Heil, wir hatten telefoniert. Das ist die Frau Wert, unsere Auszubildende, die im Moment in der Vermietung eingesetzt ist. Die möchte einfach mal gucken, was wir in der Vermietung so machen und würde jetzt mal das Gespräch mit Ihnen führen. Sehr gerne. Ja, Frau Müller, Sie hatten ja angegeben, dass Sie eine Dreizimmerwohnung suchen. So, wir haben jetzt noch eine Wohnungsbesichtigung im Rating mit der Frau Müller und da fahren wir jetzt hin. Thank you.
schön. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, das freut mich. Dann bis nächste Woche. Tschüss. So, das war die Wohnungsbesichtigung. Für heute haben wir Feierabend. Jetzt kommen wir zurück zur WG. So, das war mein Tag in dem einzelnen Azubis. Ich habe es halt mit Spaß gemacht. Wir konnten euch viel vermitteln und dann sehen wir uns am 1. August.